Ahoi, ahoi, Brause und damit ein weiteres herzliches Willkommen zu diesem extravaganten neuen Reaktionsvideo. Kann sich Kick einfach Erfolg kaufen? I shut up and we start beginning. Schon ordentlich was passieren, dass ich mich wieder hinsetze und mal wieder über kick.com rede. Ich bin echt gespannt, ganz kurz bevor das alles beginnt, ich bin echt gespannt, wie das Ganze noch mit Kick in der Zukunft aussehen wird und wie krass die erfolgreich werden. Die Plattform ist ein Witz. Ihr habt es ja mitbekommen, dass ich kick.com kurzerhand einen 100-Millionen-Deal für einen Streamer leisten kann, den 8 Menschen verstehen. Jetzt werden ja gefühlt alle Streamer gekauft, die es überhaupt gibt. Und ich stelle mir die Frage, funktioniert das überhaupt? Ich habe mir gedacht, komm, wir schauen uns heute mal an, was für einen Impact diese Kampagne wirklich hat. Und ich habe so das Gefühl, die kaufen einfach alle Streamer auf der Welt ein. Gefühlt, also sagen wir jetzt mal so in der Theorie, die gehen hin, kaufen jeden einen 100 Millionen, 10 Millionen. Ja, Bruder, gib mir 1 Million, Digga, ich streame auch da. Nein, aber auf jeden Fall, die kaufen alle, sodass halt Twitch miese macht mit ihrer Streaming-Plattform. Denn die haben ja auch da Ausgaben. Und dass sie dann halt, keine Ahnung, entweder auch komplett zurückrudern oder dass sie halt einfach diesen Leuten Verträge geben, beziehungsweise Kick gibt dann einfach diesen Streamern, den die kaufen, Verträge, ey, du musst jetzt hier 2 Jahre streamen und somit stellen die dann so ein Monopol auf und dann jagen die dir halt ihre Preise auch hoch. Die haben jetzt, glaube ich, so ein 95-5-Ding, soweit ich weiß, also Kick bekommt 5% von den ganzen Subs oder sowas. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Und bei Twitch ist es ja 50-50, wenn du so über 100k oder sowas im Jahr verdienst. Und das ist halt schon krass. Und ich denke halt, so, das ist meine Meinung, vielleicht kaufen die einfach alle auf. So, dann geht jeder auf Kick rüber und dann fangen die an, okay, wir machen nicht mehr 95-5, sondern 90-10. Weil als ob sich das dann für die rentiert. Am Ende freestyle ich wie immer irgendein Fazit. Der kick.com Takeover, wird er wirklich kommen? Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Heute geht's mal wieder. Ich weiß, ich oversaturated das, aber es geht mal wieder um kick.com. Und by the way, ich weiß, dass ich in meinem letzten Video rote Augen gehabt habe, ja? Ich bin allergisch. Außerdem bin ich Part von den Vienna Ganja Haters, ja? Don't add me. Jetzt ist in letzter Zeit so viel. Ganja Haters. Ja, Bruder, alte Allergie. Wem sagst du das? Ich habe hier komplettes Feld wachsen. Hier ist ganz schlimm. Hier ist wirklich ganz schlimm. Drama rund um Twitch passiert, generell bezüglich Richtlinienänderungen, Bans und genereller Lostness, sowie die Rückkehr vom 70-30-Split, aber nur in einer gewissen Marge oder so und verknüpft mit 20 anderen Faktoren, die du erfüllen musst, damit sich ja keine Sau auskennt. Wobei das bei YouTube ja noch viel witziger ist, ne? Jedes Video hat einen unterschiedlichen CPM und ich habe keine Ahnung, woran man das festmacht. Aber du läufst natürlich auch Gefahr, dass ein Video mal nicht monetiert. Oh, ich habe Angst vor diesem Emblem. Ich habe wirklich Angst vor diesem Emblem. Aber wirklich, tatsächlich ist es wirklich so bei YouTube, was ich gar nicht verstehe. Manchmal hast du so ein CPM von 4, von 5 und auf einmal hast du so ein Video, wo du wirklich, Bruder, jedes Video ist bei mir ungefähr gleich, ja, und das hat auf einmal so ein 7er CPM. Es macht keinen Sinn. Monetarisiert ist und du damit gar nicht das Geld verdienst. Weißt du, dein Video ist gelb, aber alle Reactions drauf sind grün. Hashtag Pony of Save My Life. By the way, witzige Statistik, das hier ist der Umsatz, den YouTube im Quartal macht. Und es gibt einen recht eindeutigen Aufwärtstrend. Ja? Und das sogar trotz der Adpocalypse, die im vierten Quartal von 2016 aufgekommen ist. Also da hat YouTube die Monetarisierungsrichtlinien extrem verschärft. Klar ist das Cash dann kurz ein bisschen eingebrochen, aber es liegt halt daran, dass es Anfang des Jahres war. Und da ist halt der CPM mega low, ne? Ja, tatsächlich wollen jetzt genau das andere Plattformen für sich nutzen, wie zum Beispiel Rumble, die jetzt gerade die beste Alternative, kann man sagen, zu YouTube ist, mit ihrer coolen neuen Werbekampagne. Da schau mal rein. Hello, I'm Rumble. And I'm YouTube. YouTube, why are you dressed like that? Well, I've been seeing a lot of violations in the community lately, so I'm enforcing that. You mean like people not following your policies? Strike one! What if someone tells the truth, but it's labeled as misinformation? Strike two! Wow, what if I want to ask questions and have different opinions on things? Strike three! You're out of here! Sehen Sie das? Das ist scheiße. Der Unterschied. Ja, okay, aber warum ist die Werbung so komisch? Aber Rumble gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren und wirklich durchgesetzt haben sie sich nie. Aber Kick gibt es seit 7 Monaten. Und von Tag 1 haben sie actually kreative Ideen präsentiert, wie das Creator-Programm, was
absolut gestört ist. Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt oder nicht, aber der Streamer Trainwreck, der tatsächlich Anteile an Kick.com hat, hat vor 5 Monaten einen Tweet gepostet, in dem er das schreibt. Wir arbeiten an finanzieller Sicherheit für alle Streamer jeder Größe. Das Leben eines Twitch-Streamers besteht darin, unglaublich viele Stunden zu arbeiten, um Erfolg zu haben. Für alle außer den größten Streamern bleiben diese Stunden unbelohnt. Twitch ignoriert kleine und mittelgroße Streamer und gibt sein Budget über riesige bezahlte Verträge an eine ausgewählte kleine Gruppe weiter. Kleine bis mittelgroße Streamer haben auf Twitch nur wenig kostenpflichtige Möglichkeiten und müssen mit der unfairen Aufteilung der Abonnement-Einnahmen und dürftigen Werbeprogrammen auskommen. Heute ändert sich das. Ich arbeite an einem Programm, also nicht ich, das steht da, dass das Budget dessen, was normalerweise für Verträge der größten Streamer verwendet werden würde, über eine Formel verteilt, dass ein stündliches Einkommen für alle Streamer generiert. Und da frage ich mich eigentlich wirklich an der Stelle, wie will Kick das machen? Digga, also wirklich, dann streamt doch da, klar, man muss wahrscheinlich dann Kick-Partner werden und so weiter, wurde ja gerade genannt. Aber ich frage mich, du kannst doch nicht einfach dann jeden Streamer so, keine Ahnung, 20 oder 25 Euro die Stunde zahlen. Bro, dann streame ich halt einfach mal einen Tag durch. Ich gehe nie wieder arbeiten oder so. Also versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Jeder Creator, egal ob du einen Zuschauer oder 100.000 Zuschauer hast, wird einen Stundenlohn für das Streaming bekommen. Das Creator-Programm ist ein neues Programm, das noch nie zuvor von einer Streaming-Plattform durchgeführt wurde. Was? Ein fixer Stundenlohn für Creator aller Art, ganz egal welche Größe, das klingt absolut... Oder dann stream halt, keine Ahnung, Digga, ASMR oder stream halt so Podcast-mäßig diese Lo-Fi-Musik 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, Mann. Wild und das wäre zusätzlich zu dem 95-5-Split, den du eh schon von den Abo-Einnahmen hast. Wie viel das jetzt genau wäre, hängt anhand von 4 Faktoren ab und das ist A, die Anzahl der Stunden, die du streamst, eine Flatrate basierend auf Kicks Werbe-CPM, deine durchschnittliche Zuschauerzahl, Demografien und Interaktionen der Zuschauer. Hey, bist du manchmal im Internet? Du weißt schon, der beste Ort der Welt. Dann wäre es eine Schande, wenn du ohne den heutigen Sponsor CyberGhost... Okay, CyberGhost, hey CyberGhost mit Internet. Schau mal, die sind cool. Aber Werbung interessiert mich gerade nicht so. Ansonsten wieder zurück zum Video. Wir haben halt solche Angebote, klar, für große Streamer jetzt eh schon gesehen, aber trotzdem immerhin so, das gibt's. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, ob sie das halt jetzt wirklich bringen oder ob sie das irgendwann nochmal durchgerechnet haben. Weil rentieren wird sich das niemals aus. Du sagst, yo, ich gebe einem Streamer mit durchschnittlich 30 Zuschauern einen 3/4 Euro die Stunde. Und einen warmen Händedruck. Andererseits zielt Kick sowieso nur drauf ab, Werbung für Online-Casino zu machen. Also, keine Ahnung. Das wäre aber mal der Plan, um die kleinen Streamer anzulocken. Die großen lockt man mit Millionen. Wenn ihr in Richtung Milliarden gehen wollt, dann muss der Hase auch wirklich so aus. Bis jetzt hat Kick ja Leute wie Trainwreck, Adam Ross oder XQC geholt, dessen Vertrag, by the way, wäre es ein Sportvertrag gewesen, der 12. größte Deal... Digga, WTF, Alter. WTF. ...pro Jahr in der Geschichte gewesen wäre. Die Millionen kann man ja gerne aus dem Kinderzimmer machen. Und jetzt haben angeblich auch 2 der kontroversesten Figuren im deutschsprachigen Bereich einen Deal von Kick vorgeschlagen bekommen. Das ist zum einen Orange Morange und Mark Forster. Na, obviously Skurrus, aber es ist so funny, Alter. Schau, Orange hat getwittert, 12 Millionen Euro, 2 Jahre at Kickstreaming mit so einem kleinen Unterschrifts-Emoji. Anscheinend glauben das sehr viele Leute, aber auch einfach, ich meine... Es ist kein Wunder, ja, bei den Beträgen, die Kick da so rausballert, so, weißt du? Und als wäre das nicht genug, hat Skurrus am gleichen Tag auch noch den exakt gleichen Tweet rausgehaut. Sorry, ich lache nicht, Digga. Ich lache nicht, wir bleiben sachlich. Ja, das wird stimmen. Ganz kurz, wir reden hier von Leuten, die seit Wochen und Monaten gegen Twitch schießen, Content streamen, der teilweise nicht mehr auf Twitch erlaubt ist und bis vor kurzem sogar noch gebannt waren. Außerdem sind die seit Monaten unter anderem auch auf Kick aktiv. So, was ist denn die Alternative dazu, ha? LaVou-Streaming? So, Leute, wir reagieren jetzt hier auf das Video. Ich weiß nicht, ob ich mich weit aus... Aber hey, mit LaVou-Streaming kann man richtig viel Geld verdienen. Siehe, wie heißt der? Nick Nando. Ne, der hat ja auch damals auf LaVou gestreamt. Fenster den, wenn ich sag, ja, keine Ahnung. Hört sich irgendwie unlogisch an, aber ja, es gibt ja auch noch dieses Video. Wenn du es für Geld machen würdest, wäre der Casino-Kick die schon längst angenommen. 8 Millionen habe ich abgelehnt. Übrigens. Ich habe das mal in der Instagram-Story. Ist das gelogen? Ja, natürlich ist das gelogen. Wieso lügt der? Weil die Leute alle lügen. Oder sie wissen es nicht besser. Das ist halt, um sich zu profilieren. Diese Angebote existieren gar nicht. Ich weiß das doch am besten. Die rechnen sich das wahrscheinlich selber. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade in meinem Kopf so, weil ich also trotzdem dieses Schneideding gerade habe, also diesen Schneideskill, und ich wollte genau dasselbe gerade auch einblenden. Ja.
auf 2 Jahre hoch oder hast du nicht gesehen und sagen dann dazu irgendwas. Aber so arbeitet das Casino nicht. Das ist halt völliger Blödsinn. Aber ich nehme es den Leuten nicht übel. Immerhin gibt es solche Deals ja wirklich. Na, es wird gerade spekuliert, ob nicht sogar Trimax einen Deal von Join über 8 bis 10 Millionen Euro bekommen hat und Ende des Jahres dann dort streamen wird. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ob das eine Sinnhaftigkeit hat, das kann man auch rausfinden. Und zwar mit solchen Webseiten wie Streamcharts. Weil da kann man halt zum Beispiel ablesen, yo, seitdem es Kick gibt, gibt es dort einen Aufwärtstrend. Das wundert, glaube ich, niemanden. Es waren ja von Anfang an schon große Streamer dort, wie zum Beispiel Trainwreck, der, wie gesagt, Anteile an Kick hat. Keine Ahnung, dann ist zum Beispiel Aiden Ross gekommen, der angeblich 75 Millionen Dollar pro Jahr bekommt, dafür, dass er auf Ding streamt. Ne? Also hat sich Kick gedacht, yo, fuck it, so, wir machen einfach weiter, genauso wie wir angefangen haben. Und jetzt haben sie ja im Juni mit XQC und Amaranth 2 riesengroße Aale wieder an Land gezogen. Dass sie haben und Amaranth haben die gefischt? Was? Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, da stimmt doch was nicht. Wenn wir nochmal auf das geplante Creator-Programm schauen, steht ganz unten, Kick.com könnte Millionen von Dollar ausgeben, um ausschließlich große Streamer zu akquirieren. Stattdessen entscheiden wir uns dafür, in alle Streamer zu investieren. Neben dem Creator-Programm wird Kick.com Partner mit Werbetreibenden, die Einnahmen generieren werden. Das ist, by the way, das gleiche, was oben steht. Ne? Twitch ignoriert kleine und mittelgroße Streamer und gibt sein Budget über riesige bezahlte Verträge an eine ausgewählte kleine Gruppe weiter. Das ist halt, das ist faktisch das. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob Kick einen kompletten 180 hingelegt hat und das Budget jetzt doch für große Streamer rausballert oder das Ding ist immer noch in Planung und sie haben einfach mörder viel Kohle. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass sie einfach das machen, was halt gerade im Moment am besten funktioniert. Die eigentliche Frage ist aber jetzt, hat das eigentlich eine Auswirkung auf Twitch? Ich hätte das Real Rap nicht gedacht. Ja, aber Twitch hat sogar, seitdem es Kick.com gibt, ihre durchschnittliche Zuschauerzahl erhöht, was crazy ist. So, ich meine, ja, es ist irgendwo unfair, das zu vergleichen, aber eine bessere Metric haben wir nicht. Und Twitch hat immer noch 16 Mal so viel durchschnittliche Zuschauer wie Kick.com in ihrem besten Monat. Was by the way nicht heißt, dass Kick nicht unglaublich viel Gas gibt und eine riesengroße Konkurrenz für Twitch werden wird in 1 bis 2 Jahren, hundertprozentig. Aber das ist halt das Witzige dran, ne? Das ist wie damals, als Ninja zum Mixer gewechselt ist, der größte Streamer. Ja, stimmt, Ninja ist mal, das habe ich auch mitbekommen, der ist zu Mixer gewechselt und das Ding ist ja komplett gefloppt, ne? Bei einer Plattform ist auf eine andere Plattform rübergegangen und Mixer ist komplett gefailed. Du kannst also, und das ist klar ersichtlich an den Zahlen von Kick, Traction aufbauen und das sehr schnell und sehr effizient, wenn du dir große Namen auf die Plattform holst. Aber das allein reicht nicht, ne? Kick muss langfristig einfach mit ihren Bonitäten, die by the way wesentlich besser sind als auf Twitch, überzeugen und damit eine neue Art von Community erleben, weißt du? Aufdingseln. Das habe ich gemeint mit, ich werde freestylen. Hm? Also ja, ich bin kein Fan von Kick, ja, aber vielleicht übt das ja ein bisschen Druck auf Twitch aus und so. Und mal schauen, was in 3 Monaten wieder so los ist. Ich denke schon, ja. By the way, ich bleib auf Twitch, also ihr könnt mir gerne reinfolgen. Freunde, lasst mich wie immer gerne wissen. No joke, ich denke schon, ja. Vielleicht nicht in 2 Jahren, vielleicht so schon in einem Jahr. Aber ich denke, das kann schon echt dazu führen, dass Kick eine Konkurrenz zu Twitch wird. Weil die halt einfach die Leute holen, sage ich dir, die bieten krasse Verträge an. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld die überhaupt haben. Aber Online-Casino ist halt eine Goldgrube. Und die ziehen halt einfach große Streamer an Land, bezahlen die, sagen, ey, jetzt stream 2 Jahre hier. Gut, wenn so ein Orange oder so ein Skrillex streamt, juckt es die meisten nicht. Aber stellt euch mal vor, Trimax oder Monte geht zu Kick. Mal schauen, was wird.